Während es in den ursprünglichen Kapiteln von Astro Boy, die in den Jahren 1964 und 65 erschienen sind, darum ging, dass der stärkste Roboter der Welt, gleich wie viele Roboter er auch zerstört, nicht immer der mächtigste sein wird und ein Westrüsten schließlich auch nicht zum gewünschten Ergebnis für die Menschen hinter dieser Militarisierung führen kann, aktualisierte Naoki Urasawas Manga diese Problematik, wodurch sein Manga Bluto nicht mehr auf den Kalten Krieg, sondern auf militärische Konflikte nach dem Jahr 2001 verweist. Obwohl sich Urasawa ziemlich genau an den Handlungsverlauf der Vorlage, der größte Roboter auf Erden, hält, gelingt es ihm dennoch, eine unglaublich reichhaltige Geschichte zu erzählen, die in Osamu Tezukas ursprünglichem Manga so nicht zu erahnen war. Atom ist anders als in der größte Roboter auf Erden nicht der eigentliche Protagonist, sondern der in Düsseldorf wohnende und für Europol arbeitende Robotergesicht. Das Erscheinungsbild der humanoiden Roboter in Bluto ist im Unterschied zum Manga Tezukas viel weiter dem menschlichen angeglichen, mit diesem teils identisch. Die Vorstellung, dass leblose Materie auf irgendeine Weise lebendig werden könnte, ist eine der wesentlichen Mythen der westlichen Welt. Man denke nur an die Schöpfung der Menschen in der Genesis. Aufgrund dieser religiösen Motivik verwundert es nicht, dass sich die Menschwerdung des Unbelebten in der Kunst bzw. in der Vorstellung der damit konfrontierten Menschen festgeschrieben hat. Es sei nur an Frankensteins Monster, die Eva der Zukunft, den Prager Golem, Homunkuli oder an die Maschinenfrau aus Metropolis erinnert. Auch die Fantasien von Robotern haben ihren Ursprung in diesem Denken, was insbesondere an den fiktionalen Überlegungen ersichtlich wird, die die in Paris im Jahre 1738 durch den Mechaniker Jacques de Vaucanson vorgeführten Automaten beförderten. Heutzutage, in einer Zeit, in der Transhumanisten die Grenzen des Menschlichen auch auf digitale und mechanische Lebensformen ausdehnen möchten, versucht wird, für Menschenaffen Grundrechte geltend zu machen und die Selbstoptimierung des Individuums vermittels operativen Eingriffen weiter vorangeschritten ist, denn jemals zuvor in der Geschichte der Schönheits- und Mediendiskurse, sind diese einstigen fiktiven Überlegungen in Form von humanoiden Robotern, Androiden und in einem post-post-pornografischen Bild gebraucht Sexmaschinen in einen realen Kontext überführt worden. So hat die fortschreitende Technisierung damit begonnen, die vormals geltenden Grenzen des Menschseins zu verwischen und lässt derart bisher gültige gesellschaftliche Normen fragwürdig erscheinen. Hierfür wesentlich war vordergründig die Veränderung der Grenze zwischen Tier und Mensch in der wissenschaftlichen Kultur am Ende des 20. Jahrhunderts, welche gründlich durchbrochen wurde, und zwar durch neue Wissenshorizonte, die Evolutionstheorie und Genetik während der letzten zwei Jahrhunderte geschaffen haben. In früheren Jahrhunderten gab es zwar stets die Vorahnung des Geists in der Maschine, doch grundsätzlich waren Maschinen nicht selbstbewegend, nicht autonom, sie konnten den Traum des Menschen nicht erfüllen, nur nachäffen. Eine Maschine war kein Mensch, keine Urheberin ihrer selbst. Jedoch haben inzwischen die Maschinen des späten 20. Jahrhunderts die Differenz von natürlich und künstlich, Körper und Geist, selbstgelenkte und außengesteuerte Entwicklung, sowie viele andere Unterscheidungen, die Organismen und Maschinen zu trennen vermochten, höchst zweideutig werden lassen. Maschinen bzw. Mechanismen waren im Grunde in der Entwicklung der Menschheit von Beginn an zugegen, denn sie sind an sich nichts anderes als ein komplexeres, weiterentwickeltes und vom menschlichen Bewusstsein konzipiertes Werkzeug, mit welchem sich seitens des Menschen leichter arbeiten ließ. Dass hierbei künstlerische Vorstellungen stets den tatsächlichen technischen Gegebenheiten voraus waren, gerade was menschenähnliche Maschinen angeht, liegt auf der Hand. Jedoch wurde von den Künstlern gleichzeitig immer auch wirkliche technische Entwicklung berücksichtigt, was zum Beispiel bereits in der Literatur des Mittelalters auszumachen ist. Gerade jedoch an der Stelle, an welcher Maschinen von ihren Benutzern als weitaus mehr als nur funktionale Werkzeuge wahrgenommen wurden, an eben jener Stelle, an der gewissermaßen eine Spiritualität einsetzte, die der Materie mehr zustand als ihre schlichte Gegenwart, entstanden unter anderem Vorstellungen und Konzeptionen von komplexeren mechanischen Apparaturen, die dem Menschen nachempfunden sein konnten. Auch wenn inzwischen die Technik so weit vorangeschritten ist, dass selbstbewegende Maschinen gewöhnlich und intelligente denkbar geworden sind,
bildet die Kunst doch noch immer den größten spekulativen Raum, was Zukunftsvision autonomer Mechanismen betrifft. Aber beileibe nicht mehr den einzigen. In diese geschichtliche und gedankliche Entwicklung fällt ebenfalls die Konzeption der Figur Atom, Astro Boy, und hierdurch auch die Prämisse, unter der der Manga Pluto verfasst wurde. Im 1975 nachträglich geschrieben und publizierten Kapitel Die Geburt von Astro Boy, welches davon erzählt, dass Atom als Ersatz für den verstorbenen Sohn Tobio von Dr. Tenma geschaffen wurde, jedoch seinen Sohn nur anfänglich ersetzen konnte, tritt die Vorstellung eines konstruierten Menschen, der gleichzeitig vor allem als ein reales Gegenüber gesehen wird, auf. In den ersten Worten des Erzählers dieses Kapitels wird zudem gleichfalls die Herkunft der Roboter und die Interaktion mit den Menschen hinterfragt. Dort heißt es: Warum erschaffen Menschen Roboter? Warum stellen Menschen Roboter her, die menschliche Arbeit verrichten? Niemand weiß es mit Sicherheit. Aber seit antiker Zeit haben Menschen nach Stellvertretern oder lebenden Puppen, die wie sie aussahen, verlangt. Ab einem gewissen Zeitpunkt hatten Menschen Automaten oder mechanische Puppen konstruiert. In jüngerer Zeit schufen sie Manipulatoren und elektronische Gehirne. Ganz langsam, Stück für Stück, wurden wahre Roboter lebendig. Während im Manga Astro Boy hauptsächlich das Äußere und zu einem kleinen Teil die Gefühlswelt der Roboter menschenähnlich ist, werden in Pluto die Roboter weitaus stärker in ihrer Wahrnehmung und Empfindung anthropomorphisiert. Die Fiktion ermöglicht es, darüber hinwegzusehen, dass ein Mikrofon kein Ohr, eine Kamera kein Auge und ein Computer kein Gehirn ist. Dennoch wird diesen humanoiden Maschinen die elementarste Eigenschaft des Lebens so gut wie nie unterstellt, nämlich die Fähigkeit der Fortpflanzung. Im Regelfall entfällt die geschlechtliche Fortpflanzung, auch wenn es in Mangas durchaus eine Nachkommenschaft von Androiden gibt, etwa bei Arale und Obochaman im 16. Band von Dr. Slump, denn dort wird für die beiden ein kleiner humanoider Roboter als Babyersatz gebaut. Auch in Pluto ist dies so, denn im ersten Band gibt der androide Roboter Brando Kommissar Gesicht zu verstehen, dass er sich und seiner mechanischen Frau durch seine Preisgelder 5 künstliche Kinder gekauft hat. Trotz ihrer hierdurch offensichtlichen Geschlechtlosigkeit werden diese menschenähnlichen Roboter sexualisiert, gerade was ihr Erscheinungsbild, aber auch ihr Benehmen und sogar ihr geschildertes Denken angeht. Cyborgs sind Geschöpfe in einer Post-Gender-Welt, ist bei Donna Haraway in Ein Manifest für Cyborgs zu lesen. Jedoch sind dies maschinelle Mechanismen, Roboter, Automaten und Androiden und gleich mehr. Dementsprechend träumen diese humanoiden Mechanismen nicht von einem sozialen Lebenszusammenhang nach dem Modell einer organischen Familie. Aber weshalb werden sie in der Kunst, hier im Falle von Mangas, in derart klassischen Rollenbildern und deren Denkweisen präsentiert? Beim Cyborg C18 in Dragon Ball mögen solche Geschlechtervorstellungen aufgrund der menschlichen Herkunft noch denkbar sein, aber bei den Androiden in Pluto, der Familie Brando, bei den Gesichts- oder bei Astro Boy, Atom und seiner Schwester ist es logisch nicht mehr nachvollziehbar, weshalb sie menschengemachte Vorstellungen für sich und ihre Existenz vereinnahmen. Im Falle von Urasawas Manga wird vor allem an diesen Stellen menschliche und mechanische Existenz gegeneinander gestellt, wodurch dem Lesenden die Frage gestellt wird, was macht den Menschen aus und was ist menschlich? Hierdurch nehmen die verschiedenen Roboter in Pluto eine Funktion ein, die früher, etwa in alten Geschichten, Monstern zugeschrieben worden war. Naoki Urasawa ist dieses Verhandeln des Menschseins jedoch nur deshalb möglich, da generell gesagt werden kann, dass das Anthropomorphisieren von Maschinen für den Menschen zwangsläufig immer auch Geschlecht und Geschlechtsidentität bedeutet. Weshalb der Mensch, wenn er eine emotionale Beziehung zur Maschine herstellen will, indem er sie menschlich erscheinen lässt, die Fantasie eines wechselseitigen Begehrens nicht unterbinden kann. Dem Menschen scheint es demnach nicht möglich zu sein, Maschinen aus seinen Vorstellungswelten zu entlassen und als etwas Unbestimmtes, abseits von seinen gewohnten Ordnungssystemen zu akzeptieren. Daher lässt sich auch feststellen, dass die Gefahr der Zukunft in den neueren Entwicklungen des Science-Fiction-Genres von weiblichen Sexrobotern und männlichen Kriegsrobotern ausgeht, was sich zumindest in Bezug auf die Kriegsroboter ebenfalls in Pluto zeigt.